Hey und willkommen zurück zu Baba is You. Weiter geht's mit Säulenhof hier in der Seewelt. Die werden wir heute vielleicht fertig machen. Vielleicht mache ich auch jetzt die Folge ein bisschen länger. Letzte Folge war irgendwie 20 Minuten. Vielleicht machen wir ein bisschen länger. Flag is win. Wall is stop. Baba is you. Pillar is push. Das ist neu. Pillar. Star is defeat. Okay, da kommen wir noch nicht durch. Wir können den Baba is you bewegen, aber das bringt uns auch nichts. Wir können den Pillar is push ausmachen. Aber das hilft ja auch nicht. Wall is stop. Wenn ich das so mache, was passiert dann? Dann sterbe ich da einfach. Okay, Moment. Was kann man noch verändern? Das Seegras ist nur Deko. Okay, hat keine Collision. Wie kommen wir da rein? Was ist, wenn wir Baba is push machen? Würde das funktionieren? Nee, das funktioniert nicht. Okay. Hätte ja sein können, hätte ja sein können. Flag is win. Pillar is push. Moment mal. Muss ich die Flagge berühren? Scheinbar ja. Oder was passiert, wenn ich den hier mache? Nee, passiert nichts. Das hilft ja auch nicht irgendwie, oder? Die so zu stapeln, dass ich die da reinkrieg? Nee, irgendwie hilft das ja auch nicht. Hm. Nee. Verdammt, das ist echt knifflig. Okay, Moment, ich habe eine neue Idee. Was ist, wenn wir die so hinschieben? Dann das Push rausnehmen und dann können wir doch einfach drüber latschen. Nein? Das geht nicht? Moment, das hier kann ich schieben. Kann ich das nicht? Doch! Aber das hilft mir nicht, oder? Moment, aber das funktioniert. Das heißt, Wall. Push ist Wall, ist. Geht das? Ja gut, dann muss ich es aber von der anderen Seite schieben. Würde das gehen? Nee, das ist so ein. Okay. Eine neue Idee fällt mir gerade ein. Baba is you ist push oder pillar vielleicht? Okay, push geht nicht. Aber vielleicht kann ich ja gleichzeitig ein Pillar sein. Baba is you ist pillar. Dann habe ich einen Pillar. Nein. Wall is push. Okay. Wall is push. Hilft mir das irgendwie weiter, dass ich die Wand verschieben kann? Hilft das in irgendeiner Art und Weise? Irgendwie? Ich weiß es nicht, Leute. Weil ich jetzt nicht per Push mache. Ja, ist halt dann eine Wand. By the way, werde ich mal ein bisschen ranzoomen. Vielleicht ist das so besser für euch auf YouTube. Aber ich komme in diesem Rätsel nicht mehr weiter. Ich glaube, ich werde aufgeben und des Rätsels Lösung nachschauen, weil das weiß ich wirklich nicht. Ich habe jetzt alles probiert, mir würde gar nichts mehr einfallen, was ich tun kann. Außer, Moment, Flag ist Push. Das ist das Einzige, was mir noch einfallen würde. Flag ist Push. Doch, warte mal, ich muss gar nicht nachschauen, das ist es sogar. Oder? Jetzt mache ich nämlich Flag. So, ist Push. Und dann pushe ich das da raus, wollte ich jetzt sagen. Hä? Warte mal. Flag is win is pillar. Aber jetzt kann ich auch gar nicht mehr gewinnen. Ich dachte, jetzt laufe ich in irgendeinen Pillar rein, hab durch, aber nein. Boah, nee, okay, komm, das gucke ich nach. Das ist echt zu schwer. So. Die beiden müssen da reingeschoben werden. Und dann müssen wir das Baba ersetzen. Darauf wäre ich nicht gekommen.
Darauf wäre ich wirklich nicht gekommen. Wow. Mein Brain muss mehr trainieren hier. Ziegelmauer, Level 5. Oh, da war mal richtig krass rangezoomt. Baba is you, flag is win. Wall is stop. Ich dachte, kann man so durchscrollen? Nee. Irgendwas ist hier falsch. Das ist so total überbasic. Irgendwas kann hier nicht stimmen. Das killt mich. Flag ist nicht win. Baba is you is win? Ah. Leider nicht. Baba is flag. Naja, gut. Baba is win! Also, so rum geht's, aber andersrum geht's nicht. Aber ich hatte gleich. Okay, ich hatte die Idee richtig. Na gut. Was ist aber denn hier? Versunkene Ruine? Wo geht's denn jetzt weiter? Schloss. Ich will mir das mal anschauen. Was ist das denn hier? So ein Würfel? Ah, ein extra. Aha. Baba is you, wall is stop, rock is push, crab, flag is defeat, is win. Rock is push. Und das wollen wir vielleicht noch gar nicht. Wir können auch Rock is Push ausmachen und das dann selber aktivieren. Aber das hilft leider auch nicht. Wirklich. Wall is Stop können wir nichts gegen machen. Warte, wo stand der Stein am Anfang? Okay, den können wir also nicht wieder mitnehmen. Baba is you is rock. Achso, nee, aus irgendeinem Grund muss das bei Baba da unten stehen, wie wir gerade vorhin herausgefunden haben. Nur mach ich es gerade komplett falsch. Rock is you? Jetzt bin ich der Stein. Rock is wall? Schön, aber hilft nicht. Moment, vielleicht brauchen wir doch das Push und nicht das Rock. Vielleicht habe ich gestern das Falsche mitgenommen. Lass mal das stehen. Ist Push. Ich dachte, vielleicht braucht man Rock, aber vielleicht braucht man auch einfach nur Push. Moment, wie nehme ich das überhaupt mit? So nehme ich das mit. Ja. Baba ist Push. Okay, das hilft überhaupt nicht. Was ist, wenn wir das so machen? Rock, Scrap. Ist, ja. Aber ist immer noch Defeat. Und das Problem ist, das kriege ich auch nicht mehr weg. Okay. Ich habe jetzt mal nachgeschaut, wie man es machen soll. Ich verstehe es nicht ganz. Aber ich glaube, hier gibt es generell so ein paar Gameplay-Mechaniken, die ich noch nicht ganz verstehe. Ja, jetzt steuere ich beide. Jetzt bin ich nicht nur Baba, sondern auch ein Rock. So, und jetzt muss ich das schieben und dann da rein. Ja, das geht. Das kommt mir immer noch nicht ganz in den Kopf. Und das geht weiter? Versunkener Tempel. Versunkene Ruine und der Tempel. Oh Gott. Sind die Extra-Level so die schwersten? Es ist einfach das Gleiche. Baba is you, Wall is stop, Rock is push. Flag is win, Crab is defeat, Jelly is push. Okay. Aber das Gleiche kann es ja unmöglich sein. Nee, macht auch keinen Sinn. Was könnten wir machen?
Auch wenn es nicht geht, weil ich will ich trotzdem mal probieren, ob das irgendwas macht. Weil ich kann doch theoretisch. Oh Gott, ich muss sie richtig alignen. Nee, das ist nicht hilfreich. Nein, stopp. So, jetzt ist er durch. Jetzt kann er doch. Ach, der killt den aber nicht. I've become one with the rock. Ich surfe so auf ihn drauf. Aber das hilft mir immer noch nicht weiter. Ich komme ja immer noch hier nicht durch. So, jetzt surfe ich wieder auf dem Stein. Das killt mich. Will ich den Stein vielleicht an einer bestimmten Stelle haben und dann irgendwas anders hier reinschreiben? Aber das geht doch jetzt gar nicht mehr. Weil Rock ist hier ganz oben auf dem Bildschirm. Das geht doch gar nicht mehr, oder? Vielleicht brauche ich das Push? Vielleicht ist es ja diesmal wichtig, dass ich das Push mitnehme. Und dafür irgendwas anderes nicht. Oder warte, dann nehme ich mal erstmal das hier mit. Dann. Doch, ich kann alles mitnehmen. So, warte. Das Push nehmen wir jetzt auch mit. Wir surfen wieder von so einem Stein drauf. Und dann kann ich doch. So, erstmal weglegen für gleich, wenn ich es brauche. Nee, warte mal. Nee, vielleicht brauche ich das Push gleich. Rock ist Push. Vielleicht muss ich das dann gleich schreiben. Is Rock. Nee. You is Rock? Geht das? Warum nicht? Weil ich das mal richtig hinplatzieren muss. Hä? You is Rock funktioniert nicht. Nur Rock is you. Ernsthaft? Das ist ja. Das ist dumm. Aber Moment. Ich kann doch. Rock is you. Warum funktioniert das? Baba is Rock funktioniert nicht. Aber Rock is you? Oh Gott. Das sind so einzelne Kleinigkeiten, die für mich sehr kompliziert sind. Kann ich Baba is Push machen? Warte, man kann doch ein is Teil nimmer. Nur muss ich da jetzt irgendwie das andere ist da wegbekommen. Moment. So. Und dann kann ich ihn da durchschieben. Und dann. Boah, das hat viel zu lang gedauert. Das ist schon Material für zwei Folgen. Oh mein Gott. Okay, aber es gibt keine Nummer 3. Machen wir nochmal den normalen Level. Bitte! Ich kann das nicht mehr. Schloss. Ich hoffe, die normalen Level sind nicht so schwer wie die extra Level. Baba is you, wall is stop. Key is open. Es gibt jetzt einen Key. Key is push. Door gibt es auch. Is stop. Door is shut. Flag is win. Das heißt. Bam. Bam. Hier ist Rock. Hier ist Rock. würde es gehen? Oder Rock is Key. Key is Rock. Nee. Moment. Ja doch. Key is open, door is shut. Aha. Rock is key is open. Nee, ist nicht open, ist push. Ne? So. Ist push. Ja. Jetzt ist open. Und wir sind durch. Ah nee, ich kann es ja nicht mehr schieben. Ah, da müssen wir. Warte, doch, das geht. Doch, warte, das geht. Ich muss nicht resetten hier. Das geht noch.
Key ist Push. Und jetzt haben wir's. Oh Gott, die sind so viel einfacher in den normalen Level. Oh mein Gott, ich will nie wieder extra machen. Oh Mann. Karte freigeräumt, wo wir 8 von 8 haben. Hä? Was zum... Und dafür kriegen wir ein so ein Ding und die nächste Welt freigeschaltet. Aber wir wollen hier natürlich bleiben. Ich würde sagen, wir machen pro Folge so eine Welt ungefähr. Maybe. Schloss... Lehrling. Nee. Schlosserlehrling. Oder Schlösserlehrling, aber das ist ein O, warum immer. Key open, key push is Baba is you, door is stop, wall is stop. Flag is win, door is shut. Mhm. Okay, key is push. Ja? Key is open. Key. Moment. Das kriegen wir hin. Das ist nicht schwer. Denn. So. Jetzt ist Key beides. Bumm. Da ist Shut. Nö. Door is open, können wir machen. Sesam, öffne dich. Door is open. Rein da. Ach so, Door is open, aber es ist immer noch Stop. Deshalb, ah. Warte mal. Aber das hält mich doch nicht davon ab, Door is push daraus zu machen, oder? Ja, warum nicht? Müsste doch eigentlich gehen. So, Door. Muss ich noch alles richtig hinstellen? Ist ein bisschen kompliziert, aber egal. Door is push. Tschüss. Ja. Die Level gefallen mir viel mehr. Viel mehr. Eingeschlossen. Ich will nicht eingeschlossen sein. Oh oh, Flag is win, Baba is you, Wall is defeat. Wall is stop, Jelly is stop. Okay, wo wollen wir hin? Flag? Wo ist die Flag überhaupt? Flag is win? Es gibt gar keine Flag. Okay, dann müssen wir das gleich auf jeden Fall ändern. Wir müssen auf jeden Fall... Wall is defeat? Achso, Wall is stop und dann boom. Mhm. Die Jellyfische. Die... können nicht push sein. Wall is Jelly? Mhm. Dann... Baba is Win. Okay, geht nicht. Oh, Wall... Nee. Nee, wir haben gar keine. Jelly is Win? Ja, doch. Das muss es sein. Jelly? Ist win. Nice. Nice. Das können wir viel besser hin auf einmal. Unveränderlich. Oder auch unverbesserlich. Keine Ahnung. Rock is rock. Ah, was? LOL? Flag is rock. Okay, wenn ich mich einmal bewege, ändert sich das zum Stein. Aber das kann ich ja nicht verändern. Egal, wo ich jetzt hier lang gehe, einmal... Bringt nichts. Baba is you, Flag is win. Wall is stop. Flag is rock. Flag is win. Hm? Egal was ich mache, egal wo ich hingehe, die Flag verändert sich und das. Ne, das Level unveränderlich. Das is not possible. Doch, warte mal. Rock is flag. Oder? Doch? Rock is flag. Okay, das war wirklich super einfach. Was zum Teufel? What the hell? Zwei Türen. Wir hatten schon mehrmals Level mit zwei Türen, also zumindest einmal. Oh, Keke ist wieder da. Key is push and open. Wo bin ich eigentlich? Oder bin ich Keke? Keke ist you. Ach, ich bin jetzt Keke.
Lol, ich bin mal Keke jetzt. Door is shut. Flag is win. Hedge, also die Hecke. And door is stop. Okay, door is shut. Das ist immer noch stop. Key is push and open. Oh, da komme ich nicht rein. Das bringt nichts. Door is you. Ich bin die Door. Okay. Was hilft mir das, wenn ich die Door bin? Ich kann mich wegbewegen und kann wieder Keke machen. Ich bin wieder Keke. Ich kann hier durch, aber Flag is win ist nicht aktiv. Wir müssen es irgendwie hinkriegen, dass Key nicht push ist. Wir haben mal hier Hedge and Door is stop. Das ist ja okay. Key is shut? Das bringt gar nichts, oder? Ich will trotzdem mal ausprobieren, ob das überhaupt angenommen wird. Doch? Ach so, der Key öffnet sich selbst. Oh, okay, weil die Key ist jetzt die Door und Key ist aber gleichzeitig... Okay, ja gut, ja gut. Dann haben wir es jetzt. Das ist richtig smart. Das ist richtig smart. Ding. Quallenthron. Ich sage euch übrigens jedes Mal Bescheid, wenn ich nachschaue. Bisher habe ich eigentlich nur 2-3 Level geschaut. Flag is flag, lol. Flag is push, jelly. Baba is you, jelly is win. Okay, warum auch immer. Das hilft nicht. Flag is stop. Mhm. Baba is you können wir nicht verändern. Flag. Ist so oder so. Okay. Hä, aber ich kann doch. Flag is jelly ma. Hä? Achso, das gilt nicht, weil es vorher schon die Regel gab. Flag is flag. Aha. Da lernt man immer wieder was Neues. Dann ist doch jelly dann vielleicht push. Ja, dann ist aber das immer noch da. Flag ist dann immer noch stup. Und das like ich nicht. Hab ich irgendwas übersehen? Das geht nicht. Flag. Das Jelly geht nicht. Das Push bringt mir halt nun mal nichts. Baba ist Jelly. Nee. Baba ist Flag? Okay, You ist. Funktioniert nicht. Also mit You kombinieren will nicht. Der will nicht. Hier draußen gibt's aber nichts, ne? Hier, ne, hier ist gar nichts. Jetzt haben wir eine große Area zum Erkunden. Was man drauf Bock hat. Oh, das ist richtig schwer. Wie heißen denn die Quallenthronen? Ich weiß, das funktioniert nicht. Dennoch möchte ich es sich mal ausprobiert haben. Wait, what? Das geht? Dann muss das so gemacht werden, ne? Oh! Oh nein! Nein! Doch, warte, das geht, das können wir fixen. Das ist, können wir hier nochmal fixen. Muss ich nur aufpassen, was ich jetzt mache. Auf dem anderen. Flag is push. So. Und was wollen wir mitnehmen als Win? Was ist Win? Wir wollen wahrscheinlich Flag zu is Win machen, richtig? Packen wir mal, achso, packen wir die mal in die Ecke. Da stört sie nicht, genau. Und dann kann der andere mir das hier rüberreichen. Ich schieb das dann runter zu is Win.
Er geht hoch. Flag is stop. Nein, stopp. Kein Stop. Durch da. Boah, das war ein echt kniffliges, aber auch ein nices Level. Okay. Krabbenlager. Zwei Level noch, dann ist die Welt, glaube ich, vorbei. Hedge is stop. Baba is you. Door is shut and stop. Flag is push. Flag is push. Okay. Baba is open. Was? Baba is open? Guck mal, Baba is. Hier steht. Oh doch, da ganz unten links steht Baba is you. Okay. Baba is win. Is defeat. Warte. Achso, wenn ich das hier hochschieben will, so is win geht nicht wegen is defeat ist zuerst da. Ah, knifflig, du. Das ist natürlich ein Ding. Okay, die Krabbe macht gar nichts. Noch nicht. Aber wir können. Was ist denn open? Baba ist open. Wie wär's, wenn wir das anders machen, du? Wie wär's, wenn wir. Flag is open. Bumm. Jetzt haben wir Mr. Krabs. Und das ist ein Problem. Baba ist Baba lol. Aber wenn ich dann zur Crab werde, ist nicht optimal. Können wir das andersrum drehen? Was für Resultate hat das? Baba ist Crab. Aber ich kann mich als Krabbe nicht bewegen. Okay. Das Push können wir hier wieder rausnehmen. Baba ist Push, Baba ist Crab. Warte. Tauschen wir das mal aus. Baba ist Defeat, Push ist Win. Nee, Crab ist Win. Warte mal. Crab ist Win, weil wir dann eine Krabbe sind. Nee, das geht gar nicht. Verdammt. Boah, das ist echt nicht einfach. Ich will nochmal resetten. Hätte ich irgendwas noch mitnehmen können? Ups. Das ist. Könnten wir mitnehmen. Nee, können wir nicht. Nee, warte mal. Können wir nicht? Doch, können wir. Nee. Hä? Hä? Also, Flag is open. Ja? Muss ja so sein. Zack, dann nehmen wir das Wort Crab. Dann nehmen wir das Wort Crab. Und dann. Baba. Is. Crab? Ne, Baba ist Baba. Lol. Ne, das hilft nicht. Wenn ich Push bin, ist das egal. Das hilft nicht. Ne, das killt mich nur. Also, theoretisch kann ich ja Flag is Baba machen. Voll Baba die Flagge. Aber das hilft halt nicht. Ich meine, also, wie hilft das jetzt? Oh mein Gott! What have I done? Was habe ich nur angestellt? Ich bin zwei in einem. Zwei Babas. Es ist ein Baba zu viel, meiner Meinung nach. Aber na gut. Ja, leider hilft das aber nicht. Flag is Baba. Baba is open? Shit, nee, warte. Kurz sammeln. Zumindest so sammeln. Baba is open. Da kann ich einen aufgeben, einen opfern. So. Das war mein Klon übrigens, war nicht der echte. Glaube ich. Crap. Warte, wenn ich die Regel verändere, wenn ich Baba is Baba mache, dann kann ich mich doch nicht mehr verändern, oder? So, Baba ist Baba, das heißt Crab. Seht ihr? Das geht dann nicht mehr. Okay. Crab is win. Boah, okay. Wenn man das weiß. Ich finde, ein bisschen wird einem nicht erklärt, was man auf jeden Fall wissen muss, um die Rätsel zu schaffen. Aber ansonsten ist das ja echt cool. So, letztes Level für heute. Ich nehme auch schon über eine Stunde auf. Überfall! Kohle her! Ha!
Wie sieht das aus? Oh Gott, wo bin ich überhaupt? Ist shut. Okay, ich bin kurz klappe. So, Baba is you. Door is stop. Key is defeat. Was? Key is defeat? Ja, Key is defeat. Hier ist oben ein Is und ein Win. Hier ist ein Is und ein Shut. Wall is stop. Star is push. Star is push. Key is open. Dann push ich doch. Ich dachte, ich kann mit dem Stern vielleicht den Key da reinschubsen. Nee. Wie wär's mit Star is open stattdessen? Star is push und open. Und dann pushen wir den Stern wie einen Schlüssel da rein. Hm? Ach so, warte, die Tür ist eine Wand. Irgendwas müssen wir noch als Shut machen. Hä? Okay. Key is shut. Aber killt mich trotzdem. Star is open. Aber das bringt ja dann trotzdem nichts, weil... Ja, schön und gut, aber wie komme ich jetzt hier rein? Okay, die Tür ist... Okay, warte. Moment. Key is defeat. Ist win. Wir müssen hier rauskommen. Aber die Tür ist nur eine Täuschung, denn sie ist auch eine Wand. Da oben links sieht der Door is stop. Wir bräuchten nochmal Door als Wort, damit wir das hier reintun können. Haben wir aber nicht. Oh, Wall is shut können wir machen. Da können wir die Wand öffnen. Wall is shut. Star is open. Und is push. Ups. Ja, doch. Warte. So. Doch. Und jetzt öffnen wir hier oben. Open Sesame. Warte. Bam. Genau. Is win. Was soll win sein? Key is win. Das ist das Einzige, was wir noch übrig haben. Key is win! Oh, what? Warte. Hahaha! Let's go! Wenn man gut durch die Rätsel durchkommt, Karte vollständig. Water is sink. Okay, water is sink. Wenn man hier gut durchkommt, macht das Spiel Spaß. Ansonsten. Die drei Level, die haben mir nicht Spaß gemacht. Aber ich bin durch hier mit der Welt. Und beim nächsten Mal machen wir dann Level 2, die einsame Insel.